Was geht ab YouTube? Dennis hier von DTV, eurem Yu-Gi-Oh! Kanal hier auf YouTube. In wenigen Tagen kommt das Toon Chaos Set raus und ich präsentiere euch heute meine Top 5. Ne, das sind 10. Meine Top 5. So, doch bevor wir loslegen, lasst mir einen Daumen da für noch mehr Yu-Gi-Oh! Content. Kommentiert gerne, abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Rastet da unten so ordentlich aus, denn nur wenn ihr da unten so richtig fett am Feiern seid, habe ich weiter die Möglichkeit, euch erstklassigen Yu-Gi-Oh! Content zu liefern. Lass uns direkt mit meiner Top 5, ja, jetzt habe ich es richtig, mit meiner Top 5 aus dem Toon Chaos Set loslegen. Los geht's! Wir kommen direkt zu meinem Platz 5 auf meiner Liste und zwar, ja, das Set heißt Toon Chaos, also sollte auch eine Toon-Karte mit in der Top 5 sein. Und zwar ist es meiner Meinung nach das Toon-Lesezeichen. Lass uns direkt mal gemeinsam in den Text gehen und dann erkläre ich euch, warum meiner Meinung nach diese Karte den Platz 5 auf meiner Liste verdient hat. So, Toon-Lesezeichen ist eine Zauberkarte, eine normale Zauberkarte. Füge deine Hand ein Toon-Welt oder eine Karte, die im Text ausdrücklich Toon-Welt erwähnt, von deinem Deck hinzu, außer Toon-Lesezeichen. Wenn ein oder mehr Toon-Welt, die du kontrollierst, durch einen Karteneffekt zerstört würden, kannst du stattdessen diese Karte aus deinem Friedhof verbannen. Du kannst nur ein Toon-Lesezeichen pro Spielzug verwenden. Geile Karte. Ja, ich weiß, alle haben an der Stelle wahrscheinlich den Black Luster Soldier, also den Toon Black Luster Soldier erwartet. Ist eine geile Karte, ohne Frage. Meiner Meinung nach gibt allerdings Toon-Lesezeichen dem Toon-Archetype die gewisse Protection, die es braucht. Weil, also, man kann Toons nicht spielen, solange kein Toon-Welt oder Toon-Kingdom auf dem Spielfeld liegt. Und dementsprechend ist das sozusagen ein weiterer Search und eine Protection, falls euer Toon-Kingdom oder Toon-Welt gepoppt werden sollte. Mega gute Karte, meiner Meinung nach. Man kann sie natürlich auch einfach mit Foolish Burial Goods in den Friedhof schicken, dort lassen und dann, wenn der Gegner auf die doofe Idee kommt, euer Toon-Welt poppen zu wollen, einfach verbannen. Ich finde es eine extrem starke Karte. Gibt den Toons die nötige Protection, die sie brauchen. Wir kommen direkt zu meiner Nummer 4. Nummer 4 auf meiner Liste ist eine Infernoble Knight Karte. Ja, ich sag's euch, die Karten, oder beziehungsweise sobald die restlichen Infernoble Knights im Rise of the Duelist rauskommen, geht so richtig ab. Also im OCG sieht man schon, dass die Karten auf jeden Fall Meta sind. Jetzt dadurch, dass der Needlefiber und Linkross und der Auroradon einfach mal von der Banlist unberührt geblieben sind, wird es auf jeden Fall eine ähnliche Kombo bei den Infernoble Knights geben. Vor allen Dingen, ja, die Karten sind diesmal alle Synchro-basiert. Die normalen Noble Knights, die waren Xyz-basiert, die sind Synchro-basiert. Lass uns direkt mal in den Text einsteigen. Ist auf jeden Fall eine krasse Karte. Falls du ein Kriegermonster vom Typ Feuer kontrollierst, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Und falls du dies tust, wird sie als Empfänger behandelt. Geht schon mal gut los. Du kannst ein Infernoble Knight Renault nur einmal pro Spielzug auf diese Weise Spezialbeschwören. Wenn diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, kannst du einen deiner verbannten Kriegermonster oder Ausrüstungszauberkarten wählen, außer Infernoble Knight Renault, und sie deiner Hand hinzufügen. Du kannst jeden dieser Effekte nur einmal pro Spielzug verwenden. Krass, oder? Also ich find's krass. Level 1, Spezialbeschwörung, Tuner. Ihr wisst ganz genau, was es bedeutet. Ah, der Needlefiber klopft schon an. Mega gute Karte, deswegen Platz 4 auf meiner Liste. Wir kommen direkt zu meinem Platz 3. Platz 3 ist der unsterbliche Phönix Gierfried. Sage ich. Die Karte brennt und zwar so richtig. Lass uns direkt mal in den Text einsteigen. Und zwar ist es ein Feuerkrieger-Effekt Level 9. Level 9, ihr wisst schon, ne? Kings of All Calamities ist auf jeden Fall im Extra-Deck drin. Du kannst einen Ausrüstungszauber von deinem Spielfeld oder Friedhof verbannen. Beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Mega einfach zu beschwören. Eine Level 9, die so einfach zu beschwören ist, was will man mehr? Zu Beginn des Damage Steps, falls diese Karte angreift, du kannst diese Karte mit einem offenen Monster auf dem Spielfeld als Ausrüstungszauberkarte ausrüsten. Max 1. Diese Karte erhält 500 ATK. Das heißt, am Beginn des Damage Steps schnappt man sich ein Monster, equipped ist zu dem Gierfried. Der Gierfried hat ganz entspannte 3500 ATK und haut dem Gegner in der Battlephase so ordentlich in die Fresse. Krass, also was soll ich sagen? Und dann geht es natürlich noch weiter. Ja, wäre natürlich keine Ultra Rare Set, wenn das nicht einen Ultra Effekt hätte. Wenn ein Monster Effekt aktiviert wird, Schnelleffekt. Du kannst eine offene Ausrüstungszauberkarte, die du kontrollierst, auf den Friedhof legen. Annulliere die Aktivierung. Und falls du dies tust, zerstöre das Monster.
Du kannst jeden Effekt von Unsterblicher Phönix Gefried nur einmal pro Spielzug verwenden. Also, Spezialbeschwörung, indem man eine Ausrüstungszauberkarte vom Spielfeld oder Friedhof verbannt. Easy. Zu Beginn des Damage Steps ein Monster nehmen, dieser Karte equippen, die Karte kriegt 500 mehr ATK. Mega stark. Dritter Effekt. Wenn dein Gegner einen Monster-Effekt aktiviert, kannst du eine offene Ausrüstungszauberkarte, die du kontrollierst, vom Spielfeld auf den Friedhof legen und die Aktivierung annullieren und das gegnerische Monster zerstören. Alter, also, ich sag's euch, Infernoble Knights. Allererste Sahne, was da auf uns zukommt, sage ich euch. Wir kommen direkt zu meiner Nummer 2. Ihr seht es schon, es ist der Chaos Creator. Unfassbar mächtig. Warum? Aus folgendem Grund. Level 8, genug Synergien, super einfach zu beschwören, und zwar indem man ein Licht und ein finsternes Monster vom Friedhof verbannt, ist eine Donnerkarte. Ja, riecht ihr auch die Synergie zu den Thunder Dragons? Ich tue es. Also ist auf jeden Fall eine extrem gute Karte, die alle Thunder Dragon Spieler in Betracht ziehen sollten. Wir gehen direkt mal gemeinsam in den Kartentext. Kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden. Muss als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschworen werden, indem du ein Licht und ein finsternes Monster von deinem Friedhof verbannst. Klassiker. Kennen wir alle vom Chaos Emperor Dragon oder vom BLS. Wenn du diese als spezialbeschworene Karte kontrollierst, du kannst drei deiner verbannten Monster mit unterschiedlichem Namen wählen, beschwöre eines davon als Spezialbeschwörung und lege die restlichen in beliebiger Reihenfolge unter dein Deck. Also ihr könnt eines der verbannten, ich sag mal Thunder Dragon Monster, als Spezialbeschwörung auf eure Spielfeldseite holen und den Rest unters Deck legen. Und der liegt dann schon, ne? Also der liegt und dann kommt noch was. Der ist schon Level 8 und dann kommt noch was, was Level 8 ist. Ihr wisst schon. Du kannst diesen Effekt von Chaos Creator nur einmal pro Spielzug verwenden. Ich glaube, mehr brauche ich nicht zu sagen. Klingt mächtig, ist mächtig, wird wahrscheinlich auch mächtig teuer. Also ich glaube, aktuell liegt er so bei 20, 25 Euro. Vielleicht ist der Preis auch schon in die Höhe geschossen. Echt krass. Also eine der besten Karten auf jeden Fall im Toon Chaos Set. Wir kommen direkt zu meinem Platz 1. Ja, wer hätte es erwartet? Es ist der Topf der Extravaganz. Warum? Weil es einfach eine generische Karte ist, die in jedem Deck spielbar ist. In jedem ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Die aufs Extra-Deck angewiesen sind, da wird es ein bisschen schwierig. Aber allen anderen, vor allen Dingen allen Rogue-Strategien oder Tier 2, 3 Strategien, hilft diese Karte ungemein. Guru Control, Alter Geist, jetzt vor allen Dingen, weil Multifaker von der Banlist kam. Multifaker auf 3 ist echt hart. Direkt im Anschluss ist der Topf der Extravaganz im Preis nach oben geschossen bei Card Market. Also es ist schon heftig, was da auf uns zukommt. Deswegen, meiner Meinung nach, Topf der Extravaganz auf meiner Platz 1. Ich finde es eine extrem gute Karte. Es gibt kein schöneres Gefühl, als wenn man einen der Töpfe zieht und die dich mit einem breiten Grinsen so anlächeln. Es ist schon echt geil. Wir lesen für all die, die die Karte nicht kennen, trotzdem einmal gemeinsam den Text. Am Beginn deiner Mainphase 1 verbanne 3 oder 6 zufällig verdeckte Karten von deinem Extra-Deck. Ziehe eine Karte für je 3 verbannte Karten. Für den Rest dieses Spielzugs, nachdem diese Karte aufgelöst wurde, kannst du keine Karten durch Karteneffekte ziehen. Ja, genau das macht der Topf der Extravaganz, war die ganze Zeit brutal teuer, wird jetzt wahrscheinlich nicht ganz so weit droppen, wie ich gehofft habe. Aber hey, eine echt gute Karte für jede Rogue-Strategie und generisch. Genau aus diesem Grund gebe ich dieser Karte meinen Platz 1. Das war meine Top 5. Lasst uns zum Ende des Videos kommen. Und da sind wir auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, falls dem so war. Kommentiert gerne, was sind eure Top 5 im Toon Chaos Set. Mich interessiert eure Meinung. Und natürlich abonniert meinen Kanal, falls ihr noch nicht getan habt, denn nur mit eurer Unterstützung kann ich weiterhin so erstklassigen Yu-Gi-Oh! Content für euch liefern. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal.